Passend zur Veröffentlichung der Ergebnisse des neuen PISA-Tests lud Academia Superior den Bildungskritiker und Buchautor Andreas Salcher zum Dialog mit Markus Hengstschläger ins Linzer Schloss. Im Mittelpunkt des Abends standen die Herausforderungen für die Zukunft des Bildungssystems und die Frage, welche Maßnahmen verwirklicht werden müssen, um die Talente aller Schülerinnen und Schüler besser zu fördern. Also wenn ich nur eine Maßnahme hätte, würde ich die 50-Minuten-Stunde abschaffen, weil sie der Tod der Kreativität und der individuellen Förderung von Kindern ist. Und das Zweite, wenn man eine nationale Maßnahme setzt, das habe ich heute sehr klar ausgesprochen, viel mehr Geld in die Kindergärten und in die Volksschulen investieren, weil man dort mit einem sehr geringen Aufwand einen maximalen Nutzen erzielen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Bildungssystem und vor allem auch eine Schule auf die Begabungen und Talente eingeht, die jedes Kind in sich trägt. Und das ist eine sehr differenzierte und individuelle Herangehensweise und das kann man nicht über einen Leisten schlagen, weil die Kinder auch nicht alle gleich sind. Das ist für mich das Wichtigste, dass wir uns darauf konzentrieren, was die Begabungen und die Talente sind. Talente, Bildung und Freundschaft. Gibt es einen Zusammenhang der drei Begriffe? Also ich glaube zum einen einmal, dass wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir jungen Menschen bei der Bildung helfen auf dem Weg zu sich selbst. Man nennt das intrapersonelle Intelligenz. Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass man sich auf die Suche nach seinen individuellen Voraussetzungen, Talenten, Stärken macht. Wenn man die gefunden hat, weiß man, was man kann und weiß auch, was man nicht kann. Und für das, was man nicht kann, muss man Freundschaften bilden mit jenen Menschen, die das kennen, was man selber nicht kann, damit das System funktioniert. Also ich kann mir kaum was vorstellen, was besser zusammenpasst. Weiteres Thema des Abends war das neue Buch von Dr. Andreas Salcher. Ich bin für dich da, die Kunst der Freundschaft. Darin werden 10 Gebote für gute Freundschaften aufgestellt. Was sind nun wahre Freunde? Und gibt es Freunde fürs ganze Leben? Freunde fürs ganze Leben sind sehr selten, aber wir haben die Chance, sagen die meisten Menschen, 2 bis 4 wahre Freunde zu haben. Die, und deswegen heißt das Buch Ich bin für dich da, die für uns dann wirklich da sind, wenn wir sie brauchen, denen wir vertrauen können, mit denen wir schöne magische Augenblicke haben können. Und das ist sozusagen das, was wahre Freundschaft ausmacht. Aber die Chance, dass diese Freundschaften ein ganzes Leben dauern, ist sehr gering. Daher muss ich mich um die Freunde, die ich habe, besonders kümmern. Auch dann, wenn ich glaube, keine Zeit zu haben. Beim Ende des Lebens oder in der reiferen Phase unseres Lebens, da tun wir uns sehr schwer, neue Freundschaften zu schließen. Ich glaube, dass die Kraft, die drinsteckt, was Freunde aufgrund der Tatsache, dass sie Freunde sind, gemeinsam leisten können, das ist eine so unglaubliche Energie, die wird oft unterschätzt. Sich selbst ein guter Freund zu sein, ist das oberste Gebot, um langjährige Freundschaften und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Also damit fängt alles an. Ich nenne das die Königsdisziplin des Lebens. Ich tue mir schwer, funktionierende Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, wertschätzende Beziehungen, wenn ich mir selbst gegenüber keine wertschätzende Beziehung aufbaue. Das heißt, der erste Schritt ist, und das ist kein leichter Schritt, einmal mit sich selbst ins Reine zu kommen. An sich selbst bestimmte Dinge zu akzeptieren, die nicht veränderbar sind, aber sich auf das zu konzentrieren und sich nicht besser sehen, als man ist, aber sich auch nicht schlechter sehen. Das ist sozusagen der Ansatzpunkt, sich selbst ein guter Freund zu sein. Und wenn ich das geschafft habe, dann tue ich mir viel leichter, funktionierende Beziehungen zu meinen Freunden, aber auch zu meiner Partnerin, zu meinem Partner aufzubauen. Die meisten Freundschaften werden bis zum Alter von 25 Jahren gebildet. Doch im Laufe des Lebens verlieren sich viele Freundschaften wieder. Und es ist tatsächlich so, dass wir die wesentlichen Freundschaften unseres Lebens bis 25 bilden, 25 Jahre, aber zwischen 25 Jahren und 55, 60 Jahren, also in dieser produktiven Phase unseres Lebens, wo wir Kinder bekommen, wo wir Haus bauen, wo wir beruflich sehr ausgelastet sind, genau in dieser Phase verlieren wir schleichend unsere Freunde oder Teile unserer Freunde und sind dann auf einmal völlig überrascht, wenn die weg sind, weil wir ihnen nicht die Priorität im Leben geben, die sie eigentlich haben sollten. Umso wichtiger ist es, sich Zeit für seine Freunde zu nehmen. Denn gute Freundschaften sind wesentlich für ein gesundes, glückliches und langes Leben.